Dieter Bohlen schießt gegen seine DSDS-Kollegin Leonie. Der Juror steht seit einigen Tagen in der Kritik. Beim Casting lässt er gegenüber Kandidatin Jill Lange sexistische Kommentare fallen. Diese macht den Skandal öffentlich. Doch solche Äußerungen sollen wohl kein Einzelfall sein. 2020 beleidigt der Pop-Titan-Sängerin Leonie. Laut der Musikerin ruft der 68-Jährige bei ihrem Produzenten an und meint: Leonie ist schon gut, hat eine schöne Stimme, aber so ein bisschen eine Ausstrahlung wie eine Putzfrau. Die 25-Jährige sieht es gelassen. Aber ich habe ihm das nicht übel genommen. Trotz der Sticheleien scheinen sich Leonie und Dieter weiterhin gut zu verstehen. Und suchen gemeinsam nach dem neuen Superstar.